Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Guten Morgen. No coffee, no workie. Haben wir fast vergessen, gell? No coffee, no workie, Leute. So, Freunde. Ich mache mal wieder ein Video für euch Männer, damit ihr meinen Weg ein bisschen kennt, meinen Weg ein bisschen versteht, mich ein bisschen versteht und vielleicht als Finalität euch auch ein bisschen besser versteht. Ja? Und da muss ich ganz früh beginnen, nämlich, da gehe ich zurück in meine Kindheit. Und die Frage, die im Raum steht, ist, warum bin ich zur Legion, warum bin ich abgehauen? Und jetzt gehen wir zurück, als kleiner Junge. Ich habe damals einen Traum in mir gehabt. Ich habe als kleiner Junge einen Traum in mir gehabt. Ich habe mit offenen Augen geträumt. Ich war ein Träumer, ja? Und was ich in mir trug, das schien mir wirklich wertvoll. Das schien es wert, an den Tag gezerrt zu werden. Irgendwann habe ich gedacht, will ich dahin. Und was ich geträumt habe, das war eigentlich nur happy sein, glücklich sein, zufrieden sein, in Liebe und Frieden leben. Als Mann am Ende des Tages sagen können, ja, ich habe das, von dem ich geträumt habe und von was ich geträumt habe, erreicht. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich bin happy, mir geht's gut. Und ich habe nicht geträumt von irgendeinem System. Nein. Ich habe nicht geträumt von politischen Ambitionen. Ich habe nicht davon geträumt, dass ich reich werde, viel Materialien habe, viel Geld habe, viel, keine Ahnung, dass ich Millionär werde. Irgendwie sowas. Habe ich nie geträumt. Nee. Weil da war etwas in mir drin, was mir wertvoller erschien. Was mir wertvoller erschien als meinetwegen Beamter zu werden, reich zu werden, Politiker zu werden, ein Amt zu bekleiden, wo ich dann gut dastehe in der Gesellschaft. Nee, wollte ich nicht. In mir drin war irgendwas, was mir sagte, nee, Thomas, du willst vom Leben einen Mehrwert. Und dieser Mehrwert, das ist das, wofür ich mein ganzes Leben gekämpft habe. Mein ganzes Leben habe ich dafür gekämpft. Und der Mehrwert, das ist auf den Punkt gebracht, ich würde sagen, die Zufriedenheit. Ausgeglichen sein, happy sein, ja, früh aufstehen und so ein Grinsen im Gesicht haben, dass man wirklich die Sicherung raushaut. Und das ist es, worauf ich mein ganzes Leben zugearbeitet habe. Ja. Ich bin damals als Kind schwer gemobbt worden. Man hat mich die Namen rauf und runter genannt. Jeden Tag. Ich bin heimgekommen von der Schule, ich habe geheult, Rotz und Wasser geheult. Ja. Das haben mir später meine größeren Schwestern erzählt. Ich konnte mich teilweise nicht mehr daran erinnern, weil ich es weggebeamt habe. Die Leute haben mich zu Tode gemobbt. Ich habe keinen Papa gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie es heißt, aufzuwachsen in einem absolut gesicherten Umfeld. Ich habe immer kämpfen müssen. Und das Mobbing, das hat auch nicht aufgehört, als ich damals bei der Bundeswehr war. Nee, ich habe die Blicke gespürt. Ich habe die Blicke gespürt. Ich habe die Blicke gesehen. Ich konnte Gedanken lesen. Aber wisst ihr was? Ich habe denen allen gesagt, durch meine Attitüde, Leute, ihr könnt mich mal. Das ist mir alles scheißegal, was ihr an mich rantragt. Das bin nicht ich. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will einen Mehrwert. Ich will etwas, was ihr vielleicht in eurem Leben nie bekommt, weil ihr böse seid, weil ihr mobbt, weil ihr andere unterdrückt. Ja? Und es war irgendwie eine Art und Weise zu strugglen. Im Untergrund, unbewusst habe ich auf irgendetwas zugearbeitet, mein Leben lang. Kindheit, scheiße gelaufen, gemobbt worden, bis der Doktor kommt. Bundeswehr, okay, das waren bessere Zeiten, aber ich habe die Blicke gespürt, ich habe es gesagt. Und dann kam irgendwann die Fremdenlegion. Und dann fing der Struggle erst recht an. Dann fing der Kampf erst recht an. Aber wisst ihr was? Diese Legion, das war für mich ein Vaterersatz. Das war für mich ein Vaterersatz. Ich habe mich dort gefunden. Und ich habe darauf zugearbeitet, irgendwie unbewusst, mein ganzes Leben vor der Legion lang, dass ich dorthin komme. Weil ich am Mehrwert wollte vom Leben, weil ich Abenteuer erleben wollte, weil ich Kulturen sehen wollte, andere Kulturen, weil ich andere Menschen, fremdartige Menschen kennenlernen wollte, weil ich Sprachen lernen wollte, weil ich die Welt sehen wollte. Wüste, Steppe, Savanne, Eis, Dschungel. Ich bin dorthin gekommen, weil ich gekämpft habe, weil ich es wollte, weil der kleine Junge in mir genau das wollte. Ich habe darauf zugearbeitet. Ja?
Ich habe darauf zugearbeitet. Ich bin im Leben umgefallen, ich bin wieder aufgestanden, ich habe Watschen einstecken müssen, ich habe zurückgeboxt, ich habe niemals aufgehört zu strugglen. Ich habe immer gekämpft für das, was ich wollte, für das, was der kleine Junge in mir, also noch ganz, ganz klein war, der jetzt noch in mir drin ist. Dafür habe ich immer gekämpft, für seine Wünsche, für seine Träume, vom zufriedenen Mann, vom glücklichen Mann, vom Happy Sein. Nicht von Geld, von schnöden Mammon, politische Ambitionen, irgendwie reich zu werden, 5 Autos, keine Ahnung. Ja? Wisst ihr was als kleiner Junge? Ich habe davon geträumt, ich habe davon geträumt, ein Mädchen zu finden, mit dem ich glücklich bin am Ende meines Lebens. Eine Frau, Familie gründen, Kinder, Liebe kriegen, Liebe geben können. Davon habe ich geträumt. Das waren meine Ambitionen. Da wollte ich hin. Aber vor allem ausgeglichen sein als Mann. Abenteuer erleben, rausgehen in die Welt, lernen mit Misserfolgen umzugehen, umzufallen, wieder aufzustehen, zu boxen, mich in eine Richtung durchzuschlagen, wo ich meine, es ist richtig, dort will ich hin. Und nichts, wirklich nichts, was zwischen mir und meinem Ziel sich irgendwie als Hindernis aufbaute, hätte mich davon abhalten können. Nichts. Ich habe damals als kleiner Junge schon gewusst, dass es etwas gibt, was größer ist als der Neid der Menschen, als der Hass der Menschen, als die ganzen Leute, die mich da mobben. Ich habe gewusst, dass es etwas Größeres gibt als Kohle, als schnöden Mammon, als Reichsein, als Materialismus. Das macht alles nicht happy. Das macht alles nicht happy. Irgendwann stehst du da, du hast deine Ziele total verpasst, weil du nie gekämpft hast. Was macht denn das für einen Sinn? Ja, was macht denn das für einen Sinn? Und um happy zu sein, um ausgeglichen zu sein, um später im Alter ein geiles Leben führen zu dürfen, weil da der Spiegel ist, in den ich reinschaue und sage, ich habe auf ein Ziel zugearbeitet, da wollte ich hin und jetzt stehe ich da. Um das zu machen, Freunde, da braucht man nicht zur Fremdenlegion gehen. Da muss man ganz einfach nur das, was man in sich trägt, den Wunsch des kleinen Jungen nach außen kehren und sagen, jo, das ist mein Ziel. Der träumt und diese Träume werde ich mir verwirklichen. Komme, was da wolle. Und niemand kann mich davon abhalten. Niemand. Weder der Papst, noch meine Schwiegereltern, noch Donald Trump, noch irgendwelche Hindernisse, die das System für mich bereithält, noch irgendwelche, keine Ahnung, Neider. Leute, die mich hassen, Leute, die mich mobben. Never! Ich bin ich bin geil, ich habe ein Ziel, ich habe einen Traum. Vorwärts! Und mehr ist nicht. Niemals aufgeben. Never! Never! Leute, Männer, der Weg für uns, für euch, ist vorbestimmt. Aber den findet ihr nicht irgendwo in irgendwelchen Ecken eures Daseins. Ja, der ist nicht irgendwo versteckt. Nee, der ist tief in euch drin. Geht mal zurück in eure Kindheit, wie ihr ein Pimpf wart. Ich spreche jetzt nicht von 13, 14, 15, nein. Ich spreche vom kleinen Jungen, 6, 7 Jahre alt. Und der hatte einen Traum. Könnt ihr euch erinnern, welcher Traum das war? Nein? Doch, könnt ihr. Ihr müsst nur in euch reingehen, in euch reinhören. Ja? Und was dieser Junge in euch drin damals träumte, so ganz diskret, da müsst ihr hin. Da müsst ihr den Finger in die Wunde legen und versuchen rauszukriegen, was das war. Und wenn ihr dann rauskriegt, was dieser Junge, ihr, du, als kleiner Junge, damals geträumt hat oder habt, dann habt ihr einen Weg, dann habt ihr ein Ziel. Ja? Und dann geht diesem Weg nach und lasst euch von nichts abhalten. Lasst euch von nichts und niemandem abhalten, das zu machen im Leben, wonach euch der Sinn steht. Never, never. Ja? Und wisst ihr was? Ich glaube an euch. Ich glaube an euch, weil ich weiß, dass man durch jede Scheiße durchgehen kann. Und wenn man bis zu den Knien durch die Scheiße waden muss im Leben, es hat alles irgendwie einen Sinn. Es hat einen Sinn, indem man sagt, okay, ich bin da durch und das will ich nicht mehr. Und was die anderen von mir denken, das kann mich gar nicht berühren. Null, never, auf gar keinen Fall. Ich bin geil, ich habe ein Ziel und da geht's lang. That's the point. Und wenn ihr Männer irgendwie mit eurem Leben nicht klarkommt, ja? Kann sein, dass ihr krank seid. Kann sein, dass ihr Probleme hattet mit Papa. Habt ihr vielleicht noch, ja? So eine Papawunde, wie ich sie hatte. Wenn ihr betrogen wurdet von euren Frauen, von eurer Frau, keine Ahnung.
wenn irgendwie was schief lief, was nicht geplant war, was für euch eine Wunde darstellt, wo ihr verletzt seid, wenn euch Liebe fehlt, dann denkt mal drüber nach, was genau es ist. Hockt euch hin, schreibt alles auf. Dann schreibt auf den Zettel, schreibt Papa-Wunde. Oder die Helga hat mich betrogen. Oder das Schicksal hat mir übel mitgespielt, weil dies und das und jenes. Und dann geht die Liste durch. Und dann setzt Prioritäten. Ganz oben vielleicht diese Papa-Wunde. Wisst ihr, was der da macht? Das ist ein Tipp von mir, ja? Schnappt euch so einen riesigen Boxsack. Richtig schwer. So ein richtig geiles, schweres Ding. Dann nehmt einen großen Marker. Ihr kennt schon diese großen, dicken, fetten Marker. Ich habe gerade keinen rumliegen, ja? Aber ihr wisst, was ich meine. Und schreibt ganz groß drauf, Papa, Papa. Dann hängt das Ding auf und dann gebt ihm voll auf die Fresse. Boxt, bis euch der Schaum vom Mund steht. Haut rein und haut dem Papa auf die Schnauze. Ja? Und dann zum Schluss sagt ihr, ich brauch dich nicht mehr. Ich bin nicht mehr abhängig von dir. Du kannst mich nicht wie eine Marionette durch dein Leben lenken oder durch mein Leben lenken. Nein! Weg mit dir, verschwinde, verpiss dich aus meinem Leben. That's the point. Ja? Oder nehmt einen riesen Baumstamm, wo ihr reinschnitzt mit dem Messer. Papa, das Ding wiegt 80 Kilo. Nee, 80 nicht. Sag mal, 40 Kilo. Das Ding wiegt 40 Kilo. Da vorne ist ein Hügel. Und dann rennt ihr mit dem Ding, mit Papa auf euren Schultern, den Hügel hoch. Oben angekommen, nehmt ihr euren Papa Baumstamm und schmeißt ihn runter in den Abgrund. In den Abgrund eurer persönlichen Geschichte. Papa, ich brauch dich nicht mehr. Du hast mich die ganze Zeit so an der Nase rumgeführt. Du warst nie da und jetzt geh zum Teufel. Und genau das Gleiche könnt ihr machen. Mit Helga, die Frau, die euch betrogen hat. Mit Freundinnen, die euch irgendwie im Stich gelassen haben. Mit einem scheiß Leben, das euch irgendwie nie wollte. Oder das ihr nicht wolltet. Oder beides. Ja? Get rid of the things. Löst euch von Dingen, die euch nicht gut tun. Kommt raus aus der Opferrolle, die ihr selbst für euch ausgewählt habt. Seid kein Opfer. Da geht lang. Ja? Marschiert mit eurem Kopf. Es ist gut, Freunde, nicht zu erkennen, wer ihr seid. Da spielt keine Geige mehr. Da hast du keinen Einfluss drauf. Das sind Parameter, die kannst du nicht beeinflussen. Du bist, was du bist. Und wie du bist, bist du geil. Es ist besser zu erkennen, wer du sein möchtest. Und wenn du das erkannt hast, ganz klipp und klar headlightet, dann arbeite drauf zu. Ja? Mit 40 ist das Leben noch nicht vorbei. Mit 50 auch nicht und mit 60 schon lange nicht. Ja? Definiert für euch, was ihr in eurem Leben von dem, was noch bleibt, machen möchtet. Und dann go for it. Lasst euch von nichts und niemandem abhalten. Es ist euer Leben. Und auf eurem Grabstein soll nicht stehen, ich lebe das Leben der anderen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja? Alle Menschen in deinem Umfeld, die dich daran hindern wollen, dass du irgendwie das Ziel, das du dir gesteckt hast, nämlich ausgeglichen zu werden, happy zu werden, geile, durch eine, in eine geile Männerkraft reinzurutschen, jag sie alle zum Teufel. Und sag dir ganz einfach, sie sind nicht Teil von deinem Traum. Sag dir, dass du Besseres zu tun hast, als dich mit Menschen umgeben, die nicht Teil von deinem Traum sind, die nicht mit dir ein Stück Weges gehen wollen, im Einklang, in Harmonie, in Liebe. Trenn dich von Menschen, die dich nicht weiterbringen. Trenn dich von Menschen, die schlecht über dich reden und trenn dich von Menschen, mit denen du nur zusammen bist, weil es zu einer Routine geworden ist. Obwohl du diese Menschen vielleicht gar nicht mehr magst. Nein, du hast nur ein Leben und da zählt jeder Tag. Jede Stunde, jede Minute. Das Ziel ist es für dich, happy zu sein, glücklich zu sein. Ja? Und es ist auch ein Unterschied, wenn ich jetzt im Umfeld einen Mensch habe, mit dem ich täglich zusammen bin, zusammen lebe, vielleicht der Partner, und ich schaue den an und sage, wow, wow, ist das geil. Ich bin so happy, ich kann es nicht fassen. Das ist mein Glück, was da vor mir sitzt. Ja? Oder andersrum, wenn ich sage, naja, immer noch das Gleiche, ist ja irgendwie egal, irgendwie Routine, erfüllt mich nicht mit Glück. Naja, ist halt Alltag, ist halt Hamsterrad, ich lebe halt damit. Spürt ihr den Unterschied? Da ist ein gewaltiger Unterschied und das ist nicht okay. Du solltest dich nicht mit etwas begnügen, was dich sekundär eigentlich gar nicht glücklich macht. Du musst dich nur
mit dem begnügen, wo du sagst, on the top. Das ist gut für mich. Das kommt rüber. Das spornt mich an. Das zaubert mir so ein Lachen und Lächeln ins Gesicht. Und das ist einfach nur genial. Das ist mein Ding. Und das andere Ding, was dir eigentlich nur so ein müdes Arschrunzeln, ja, ich hab's gesagt, so ein müdes Arschrunzeln abverlangt, weg damit. Es ist nicht Teil deiner positiven Geschichte. Es ist nicht Teil deines Werdeganges einem Ziel entgegen, das du dir als kleiner Junge gesteckt hast. Das Leben ist ein Kampf. Du kämpfst unbewusst. Aber du darfst diesen Kampf niemals aufgeben. Never. Auf gar keinen Fall. Und alles und jeder, der irgendwie ein Hindernis darstellt, Mann, bekämpf das. Ja, weg damit. Interessiert dich nicht. Das ist nicht dein Level. Das ist nicht dein Niveau. Das ist nicht das, was du möchtest. Also weg in den Mülleimer deiner, ich sag's nochmal, persönlichen Geschichte. Männer, Männer, lasst euch nicht vom Leben an der Nase rumführen. Lebt nicht ein Leben in einem System, was ihr vielleicht nicht wollt, was ihr ablehnt. Lebt nicht ein Leben mit Freunden, die falsche Freunde sind. Lebt nicht ein Leben in einem Hamsterrad, nur weil es eben so ist, ja? Und weil man da vielleicht ostentativ oder irgendwie, keine Ahnung, nicht ändern kann. Doch, man kann sein Leben immer ändern. Und zwar fundamental, von heute auf morgen. Wenn man sich Ziele steckt, die man hatte als kleiner Junge, wenn man diesen Zielen konsequent nachgeht und wenn man sagt, hey, das Einzige, was ich im Leben will, ist Ausgeglichenheit, in Liebe leben, geben können, andere Menschen lieben, Liebe annehmen, glücklich sein, in meine Männerkraft reinkommen, ja, in meine Manneskraft reinkommen, damit ich strahle nach außen, damit ich für andere eine Hilfe bin, ja, damit ich andere wieder helfe, sich aufzurichten, wenn sie selber mal fallen. Durch Vorbild und dadurch, dass ich ihnen meine Geschichte erzählt habe, eine Geschichte vom Kampf, vom Never Give Up, vom Aufgeben ist keine Option, niemals. Ja? Und wenn du anderen so ein Leben vorlebst, dann schaffst du, dann kreierst du Waffenbrüder. Waffenbrüder. Und wenn da einer ist und zwei und drei und zehn, und 100 und 1000 und irgendwann 1 Million, dann sind wir da, wo wir hinwollen, alle. Dann haben wir irgendwie eine neue Welt geschaffen. Eine Welt, wo es sich geil leben lässt, weil sie alle weg sind. Die Neider, die Hasser, die Mobber, die, die nur eins im Sinn hatten, reich zu werden und tierisch auf die Nase fielen. Nee, sie sind zwar reich geworden, aber sie sind nicht glücklich geworden. Und darauf kommt's an. Ja, darauf kommt's an. Kommt nicht darauf an, dass ich Fenster aufmache, rausschaue und ich sehe da Mercedes, ein Porsche, irgendwie schnöder Mammon, pipapo, negativ, negativ. Du musst zufrieden sein. Dein Ziel ist deine innere Zufriedenheit. Das ist vielleicht der einzige Weg zu gehen, die innere Zufriedenheit. Ja? Ich habe es schon mal erzählt, als kleiner Knirps habe ich ein Buch gelesen. Das hieß The Lost World, die verlorene Welt von Sir Arthur Conan Doyle. Der hat auch Sherlock Holmes geschrieben. Und dieses Buch hat mir so viel Richtlinien mitgegeben, so viel Wahrheit mitgegeben, so viel Träume reingehämmert ins Hirn, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da ist der junge Mann ausgezogen, weil er in eine Frau verliebt war. Er hat gedacht, wenn er nur alle Abenteuer dieser Welt erlebt, ja, auch mit Dinosauriern und so weiter, ist ja eine spannende Geschichte, dann wird er ein Held. Und wenn er als Held zurückkommt zu seiner Holden, dann wird sie ihn lieben und sie werden eine Familie gründen und sie werden ein herrliches, tolles Leben haben bis ans Ende ihrer Tage. Und was ist passiert? Er ist ausgezogen, er hat alle Abenteuer dieser Welt erlebt, er kam zurück als gefeierter Held. Und was hat die Ische gemacht? Sie hat irgendeinen langweiligen Beamten geheiratet, ja? Weil sie nicht warten konnte, das Biest. That's the point. That's the point. Und wisst ihr, welchen Fehler der junge Mann gemacht hat? Der zurückgekommen ist als Held, naja, der hat sich darauf besonnen, irgendeinem Traum nachzujagen, den er hatte als junger Mann. Als junger Mann. Und der ist nicht dem Traum nachgegangen, den er hatte als kleiner Junge. Er hätte auf den kleinen Jungen in sich drin hören sollen. Und nicht auf den fast erwachsenen Mann, der er damals war, als er auszog, um die Welt zu erobern, mit diesem Professor Challenger. Ja?
Und das ist eine Geschichte, die war mir eine Lektion. Das ist eine Geschichte, die war mir eine Lektion. Und wenn ich heute unzufrieden bin mit mir, des Kampfes müde, dann lehne ich mich entspannt zurück, gehe in mich rein, nehme Kontakt auf mit diesem kleinen Jungen in mir drin und frage ihn, hey, du erinnerst dich, deine Träume, deine Ziele, hilf mir, zeig mir den Weg, zeig mir den Weg. Und dieser kleine Junge wird dir seine Geschichte erzählen, er wird von seinen Träumen reden, von seinen Zielen, er wird dir den Weg zeigen und er wird dir ins Ohr flüstern, du kannst alles machen in deinem Leben. Du darfst nur nicht aufhören zu kämpfen. Und wenn du krank wirst, wenn du krank wirst, und wenn du unglücklich wirst, und wenn du einen Verlust hast, wenn du einen Partner hast, der dich von dir trennt, und wenn du ungerecht behandelt wirst, und wenn du gemobbt wirst, das kannst du alles einstecken. Ist alles gar kein Thema. Das sind alles keine Dinge, die dich umhauen sollten. Du darfst nur nicht aufhören zu kämpfen. Kämpf dagegen an und sag dir, hey, ihr könnt mich boxen. Kämpf. Nicht aufhören. Nicht aufgeben. Aufgeben keine Option. Fight. 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 Immer. Immer kämpfen, Männer. Immer kämpfen. Niemals aufhören. Happy sein, kämpfen, da geht lang. Wo ist der nächste Feind? Wen kann ich bekämpfen? Mit meiner Liebe, mit meiner Freude, mit meiner Ausgeglichenheit, mit meiner Kampfeskraft, mit meiner Kampfeslust, mit der Lust in mir drin, alles zu schaffen, was ich will, weil ich es im Kopf habe, weil hier ein Ziel ist, weil hier ein Traum ist, weil der kleine Junge zu mir spricht und weil das Leben viel zu kurz ist für Bullshit. Lass das Äußere der anderen nicht dein Inneres bestimmen. Gib einen Holy Shit drauf, was die anderen über dich denken. Lass die Leute reden. Hör dir es nicht mal an. Denn du bist hier fokussiert auf das Ziel, auf deine Vorgabe, auf deinen Mehrwert im Leben. Und darauf kommt es an. Geht eure Wege, Brüder. Euer Weg. Euer Weg. Lasst euch von nichts in eurem Kampf aufhalten. Never. Niemals. Und dann noch was, Brüder. Wenn irgendwas in eurem Leben nicht rund läuft, wenn ihr krank seid, wenn ihr an euch zweifelt, wenn ihr irgendwie richtig down seid, dann habt die Überzeugung tief in euch drin, dass ihr ganz geile Menschen seid. Dass du ein ganz geiler Typ bist, ein ganz geiler Mann. Und nichts kann dich von den Socken hauen. Never. Du wirst immer wieder zurückkommen, weil du deinen Wert kennst. Du kennst deinen Stellenwert in deinem Leben. Und der Rest ist schnurzpiepegal. Ja? Also, es gibt nichts, was dich beeinträchtigen kann, in einer Art und Weise, dass du dir sagst, ich höre auf zu kämpfen. Du bist ein geiler Typ. Du stellst was dar, du bist jemand, der einen Mehrwert auch für die Menschheit um dich herum darstellt, weil du Vorbild sein kannst, wenn du es nur willst. Und du kannst alle Probleme in deinem Leben mit diesem Mindset ganz einfach außer Kraft setzen. Ja? Ganz einfach außer Kraft setzen. Lass dich nicht vom Leben besiegen. Das Leben sollte für dich wie so ein kleiner Hund sein, wie ein Hündchen, das neben dir herläuft. Und wenn das Hündchen in eine andere Richtung will, oder anfängt zu japsen, zu bellen, bumm, auf die Schnauze. Dann hau dem Leben auf die Schnauze. Lass dich nicht vom Leben leben, sondern sei du der, der sagt, ich lebe das Leben. Und zwar, wie ich es möchte. Stell dir dein Leben so vor, als wäre es ein alter Willys Jeep. Ihr wisst schon, so ein Militärfahrzeug, ja? Da ist ein Fahrzeug, geiles Teil, hurra, die ganze was kostet die Welt. Richtig, richtig schnieke, ja? Aber weißt du was? In dem Fahrzeug, in dem Willys Jeep, da ist ein Steuer. Und hinter dem Steuer, da sitzt du. Und die anderen um dich rum, das sind nur Beifahrer, Mitfahrer, Trittbrettfahrer vielleicht. Aber das Steuer hast du in der Hand. Du lenkst in die Richtung, von der du denkst, sie ist richtig für dich. Du bremst, wenn du denkst, jetzt musst du anhalten. Und du gibst Gas und zwar volle Pulle, wenn du denkst, du musst da weg. Du musst in eine andere Richtung davondüsen, in eine andere Welt, die dir und nur dir irgendwie passt.
Und die anderen, die Beifahrer, die haben sub nichts zu melden, weil der Jeep, das ist dein Leben. Du bist der Fahrer, der Driver von deinem fucking Willis Jeep, von deinem Leben. Und die anderen haben nur die Füße stillzuhalten und zu sagen, jawohl, ich bin nur der Beifahrer, ich lehne mich zurück und ich sehe, wie du dein Leben lebst, wie du dein Leben mit dem Mehrwert lebst, mit dem Mehrwert, den du fixiert hast. Ja, that's the point. Wie du dein Leben in ein Ziel, in eine Zielgerade einfährst, reinlenkst, voller Gas geben, voll Gas gebend, die fixiert wurde damals vor 30, 40, 50 Jahren von dem kleinen Jungen, der du mal warst. Ja? Dein Leben, dein Willis Jeep, du am Steuer und die anderen, sub, that's the point. Leute, und nochmal, aufgeben, keine Option. Kämpfe, 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 fight. Hinfallen, okay, aber wieder aufstehen, auf die Fresse kriegen, auch okay, aber die Schläge zurückgeben. Niemals Opfer sein. Kommt raus aus eurer Opferrolle. Fight. Kämpft. Da ist der Weg. That's the point. Ich habe fertig. Ja? Ich habe fertig. So, liebe Männer, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ich wünsche euch da draußen sehr viel Lust beim Kämpfen. Ich wünsche uns allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche uns mehr noch Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist Krieg ist scheiße. Ich habe noch eins. No coffee, no worky. Und ich gehe jetzt hoch in meine Küche und mache mir meinen Kaffee. Und da kommt rein etwas Mandelmilch, eine Prise Zimt, etwas Kardamom, einen halben Teelöffel Xylitzucker. Hurra, die Gams, was kostet die Welt. Umrühren, zurücklehnen, entspannen und übers Kämpfen nachdenken. Nicht übers Aufgeben, weil Aufgeben keine Option ist, sondern übers Kämpfen. Und jeder, der da kommt, der mir sagt, hey, du bist auf dem falschen Weg, da sage ich zu dem, halt die Klappe, du bist nur der Beifahrer. Ich hocke am Steuer. Ich konduiere, ich fahre, ich lenke mein Leben. Und dich brauche ich dabei nicht. Und wenn du modst, anhalten, Tür auf, raus mit dir. That's the point. Jetzt aber. Ich melde mich ab, bin dann mal weg. Tschüss, Servus und danke fürs Zuhören. Und nochmal, egal was du hast, egal welche Probleme dich plagen, egal welche Krankheiten dich vielleicht auch plagen, oder welche Unruhen und welcher Stress und welche Unzufriedenheit, aufgeben ist keine Option. Here we are, here you are, here I am, moving towards invincibility.